Ja, mein Name ist Björn Köhne. Ich bin die Firma Hundenavi. Wir haben seit über 40 Jahren jagen wir mit unseren Hunden und seit fast 20 Jahren machen wir Hundeschutzwesten. Der Name Hundenavi kam halt damals, weil wir mit den Hundeortungsgeräten angefangen haben und mittlerweile ist er sehr bekannt und unsere Hundeschutzwesten, wie gesagt, über die 20 Jahre immer weiterentwickelt. Alle ein bisschen zugenommen über den Sommer, aber weil wir die verstellen können, ist kein Problem, weil im Sommer, jagdruhige Zeit, nehmen sie immer ein bisschen zu und dann kann man Sommer, Winter, kann man dann immer hier die Weste in der Größe verstellen, sodass sie dann jetzt bei ihm trotzdem noch passt, obwohl er jetzt über den Sommer ein bisschen zugelegt hat. Wir haben jetzt auch bei unseren Hundeschutzwesten seit letztem Jahr schon immer kostenlos NFC-Tags eingebaut, dass also wirklich, wenn einer mal so einen Hund findet auch und die Telefonnummer mal dreckig ist oder verwischt ist oder irgendwie kaputt ist, man braucht nur das Handy draufhalten und sofort wird die Nummer angezeigt und der Hundeführer kann angerufen werden, ohne dass man großartig was eintippen muss. GPS darf man auch nie vergessen. Wir benutzen verschiedene Systeme, weil das Nonplusultra gibt es nicht. Hier bei der Maisjagd nutzen wir jetzt nur ein Gerät über Funk. So, Emil, komm mal. Wir sind hier im Bayerischen Spessart auf der Maisjagd. Die erste Jagd dieses Jahr. Hunde sind natürlich dementsprechend aufgeregt. Alles klappt nicht so, wie es sonst so klappen sollte. Der erste Tag ist immer ein bisschen durcheinander. So, jetzt geht's los. Die Schützen werden angestellt und dann fahren wir auch jetzt los. Auf geht's! Ja, Jürgen, schön, dass wir mal wieder zusammen jagen. Erste Jagd hier für uns heute zusammen und mal sehen, was heute wird. Gucken wir mal. Hunde haben wir genug dabei. Für Schweine muss die Jagd versorgen. Genau. Lassen wir uns überraschen. Dann ist immer ganz wichtig, finde ich, wir haben die Techniken heute, wenn man vorher die Felder abfliegt, also nicht nur die Vorarbeit vom Jagdpächter, dass er also wirklich vorher die Flächen immer abgeht, regelmäßig, nicht nur an dem Tag, dass die Sauen schon was merken, sondern regelmäßig abgeht, um festzustellen, sind sie drin, sind sie nicht drin. Das kann man ja wirklich auch gut schon anhand der Fährten, des Fährtenbilds ausfindig machen. Und dann halt eben, wie gesagt, mit der Drohne vorher drüber fliegen, das finde ich persönlich auch ganz wichtig. Manche verpönen das zwar, aber ich finde es halt ganz wichtig, weil man kann einfach viel den Hunden ersparen. Man kann viel mehr Felder abarbeiten und dadurch viel effektiveren Wildschaden oder vorbeugende Maßnahmen treffen. Ne? Wir haben hier Wärmebild und normale Kamera in einem, ne? Sodass wir quasi sehen können, wenn da Wärmequellen drin sind, also wenn Wild drin ist, und sehen dann gleichzeitig auch mit der normalen Kamera, ob dann was es auch ist. Ne?
der Jagdpächter, die bringen jetzt immer noch Wasser raus, weil Wasser ist ganz wichtig, dass genügend Wasser überall zur Verfügung steht, weil die Hunde, ich sag mal, die können nicht schwitzen, aber denen wird natürlich auch warm bei den Temperaturen und die müssen halt ihre Temperatur ausgleichen übers Wasser, damit die sich kühlen können. Und deswegen ist Wasser das Wichtigste. Ja, sind alle da. Alle Hunde haben GPS. Lass losgehen. Es ist einfach wichtig, dass der Hund eine Hundeschutzweste hat, egal welcher Hersteller, weil gerade im Mais, ich sag mal, ist es ja wirklich auch für den Hund immer am gefährlichsten, weil sie nicht immer unbedingt wegkommen. Da kann immer mal ein anderer Hund oder ein Maisstängel im Weg sein. So, ist fein. Suchen. Bein suchen. Und man hört immer mal wieder, dass Hundeführer Hundeschutzwesten auslassen wegen Thema Hitze. Vollkommener Quatsch. Ja? Also ein Hund kann nicht schwitzen. Die Hundeschutzweste, wenn sie vernünftig geschneidert ist und wenn sie aus vernünftigen Materialien ist, so wie unsere beispielsweise, die also wirklich sehr, sehr leicht ist, kaum Wasser aufnimmt, wenn er wirklich mal irgendwo ins Wasser springt hier zur Kühlung und den Hund wirklich in keinster Form behindert. Ja, die Westen sind auch in der Größe anpassbar und ja, der Hund läuft damit fast, hätte ich fast gesagt, wie mit einer zweiten Haut, also wird auf jeden Fall nicht beeinträchtigt. Und dann eine Hundeschutzweste auszulassen wegen Temperatur, vollkommener Quatsch, der Hund kann nicht schwitzen. Jeder mag da seine eigene Philosophie haben. Meine Meinung ist da halt eben anders. Der Hund schwitzt halt nicht wie wir Menschen an den Schweißdrüsen, sondern er gleicht seine Temperatur über die Wasseraufnahme aus und über den Fang aus. Und das kann er halt über die Wasseraufnahme, kann er das halt regulieren. Und deswegen ist Wasser halt das Wichtigste. Hier wahrscheinlich nichts drin. Die Hunde hatten vorhin mal laut. Das wird aber anders gewesen sein. Fuchs oder Reh, aber keine Schweine. Die Sauen steckten hier jetzt nicht. Wir gucken im nächsten Schlag. So, jetzt machen wir noch mal ein Feld, hoffen, dass da auch wieder Schweine drin sind, weil der Schaden ist schon ordentlich. Danach können wir aber nichts mehr machen. Von den Temperaturen her ist das jetzt das Letzte, was wir noch machen können. Wasser steht überall, deswegen hoffen wir, dass das noch mal gut geht. Wenn es zu warm wird, muss man einfach aufhören, aber die Hunde müssen sich halt immer kühlen, aber auf keinen Fall ohne Weste jagen, weil die Weste, die macht dann da keinen Unterschied. Wenn es zu warm ist, ist es zu warm, ob mit Weste oder ohne Weste, der Hund muss halt kühlen. Und mehr kann man nicht tun, dann muss man einfach aufhören. So ist fein. Buja. Emil voran. Komm hier. Nein, hoch. Ja oder nein? Wenn sie laufen kann, läuft sie denn noch? Komm. Easy, Buja. Komm. Wo müssen wir denn hin? Ortung immer wichtig, damit man weiß, was los ist, was machen die Hunde, dass man merkt, wenn die an den Sauen kommen. Man hört ja auch nicht immer unbedingt je nach Windlage, Regen, was auch immer, was für eine Wetterlage ist, hört man auch nicht unbedingt immer den Laut von den Hunden. So ist es fein. So ist es fein. So ist es fein. Schön suchen. Es kann auch mal weiter weg sein oder über ein Tal drüber weg. Deswegen Ortungsgeräte ganz wichtig, dass man nachher auch schnell hinkommt. Und ja, Thema Hundeschutzweste, wie gesagt, Safety first. Sicherheit ist das A und O. Ich möchte nicht wissen,
wie viele Hunde überlebt haben durch das Thema Hundeschutzweste. Bewegungsjunkie. Also Mann, Fieder sind hier. Ich hab laut gehört, was? Mann, Fieder sind hier. Easy ist schon mal wieder da. Fieder bleiben. Oh ja! Hier war nichts drin. Komm hier, komm! Hopp, hopp, hopp! Hopp, hopp, hopp! Wieder! Ah, da ist sie ja! Ja. So, jetzt weg. Na du? So, jetzt sind wir durch. Mal gleich die anderen fragen, ob vielleicht beim Angehen oder so die Sauen raus sind, weil drin gewesen sind auf jeden Fall welche. Die Hunde sind auch mal mit den Sauen raus Richtung Wald, sind auch mal Richtung Wald. Ich weiß nicht, ob mit Sauen oder mit Rehwild. Müssen wir gleich mal alles auswerten. Ha ha ha.